Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Gell, die Brille ziehe ich jetzt nicht an vor den Leuten hier. Wir testen die Brille. Und Jonas ist gerade schon früher heimgekommen vom Dars. Warst du überhaupt? Ja, nein. Wir sind Fahrrad gegangen. Fahrrad? Und wo ist das Fahrrad? Buddy hat es wieder genommen, die kann damit. Dachte schon? Ich habe es nur abgegeben. Abgegeben, okay. Ja. Und Abudi hat seit 3 Tagen das gleiche T-Shirt an, der Furzel. Der mag das. Der mag das mit dem Alien. Aber der duscht auch, dann zieht er es wieder an. Ne? Von wem ist das T-Shirt? Von der Yvonne. Mit dem Jedi drauf, oder wie der heißt. Leute, Yoda. Nicht der Jedi. Yeti ist was anderes. So, wir fahren heute in die Stadt. Ey, Leute, ich muss euch das erzählen. Storytime. As it's best. Wieder typisch Khadija. Dumm. Dumm wie Brot. Aber lustig. Sonst gäbe es das nicht. The Storytime. Warte, ich muss kurz her. So, wir fahren nur 20, Leute. 20, da kann nichts passieren. Trotzdem anschnalle. Ich kriege wieder Shitstorm. 25. Hier, 20. Sie können schneller fahren, weil hier die ganzen Mattabs, diese Bodenschwellen. So, also, wir zählen. Wenn ihr schlecht wird, jetzt fährt sie, läuft, tut sie ganz normal, ohne aus dem Fenster zu gucken, alles zu. Super! Spürst du ein bisschen was? Ganz wenig. Okay, wenn es losgeht, ziehst du die Brille an und guckst auf dein Telefon. Nein, ein bisschen, keine Ahnung. Dir? Du kriegst auf die Kost, du willst auch eine Brille. Keine Ahnung, 400 Pfund, echt? Bist verrückt. So viel Geld haben wir nicht. Weiter geht's. 400 Pfund? Ja, kostet die Brille. Also, da, die wird nicht schlecht. Weiter. Ich habe doch bei Amazon für unsere Gesundheit lange gespart und immer so etwas auf die Seite, bis es voll war. Ach, Sheikh Talat, guck. Hallo. Salam alaikum. Heute Abend kommt er zu uns. Das sagen wir noch nicht. Also, gut, wenn wir schon dabei sind, dann sagen wir das auch. Also, erstmal Storytime. Bis wir in Nag Hammadi sind, bin ich nicht fertig. Also, immer Geld auf die Seite und jetzt habe ich es voll. Ich habe doch schon seit einem Jahr oder seit 2 Jahren haben wir doch eine Fettleber, mein Mann und ich. Ihr wisst, wir sind zu dick, wir essen nicht gesund genug und. Jetzt, das muss sich alles ändern. Ich habe mir, den Wok muss ich mir noch kaufen. Den habe ich auf der Wunschliste bei Amazon, ne? Irgendwie hat es nicht so gut geklappt mit dem. Also eine Zuschauerin, die liebe Susu, die heißt echt Susu oder Susu, die wollte ganz viel bestellen, hat 9 Sachen auf ihrer Liste gehabt und irgendwie stand da immer, das kann nicht ins Dorf geliefert werden. Und ich konnte, ich habe gesagt, hä, komisch, wenn ich das bestelle, geht's. Dann haben wir es so gemacht, dann hat sie mir das Geld per PayPal geschickt und ich habe es bestellt. In der Wunschliste, das hat Jonas jetzt gesagt, das ist ein Tischfußball. Und ein Tor für Kinder, ne? Ein Tor nur, mit einem Fußball und einer Pumpe. So, und das ist für die Kinder zum Spielen. Da Tischfußball spielen auch die Mädchen mit, ne? Und Glitzerstifte. Und ich habe mir ein Messerset bestellt, ja, weil sie hat uns 100 Euro geschickt, 5 × 20, also Mahmoud, Khadija, Yunis, Amina und die 20 für Koko Nafisi Abudi. Und das sind die 20 Euro, 400 Pfund. Und das haben wir jetzt alles, diese Stifte werden verteilt und die Spiele sind ja eh zusammen für die Kinder. Ne? Und ich habe mir ein Messerset bestellt, also ein bisschen weniger als 20 Euro, damit es für die Kinder mehr ist. Ne? Mein Mann wird sich das Geld, der sagt, ich bestelle nichts bei Amazon, nimm das Geld und kauf mir in Nag Hammadi. Und dann bringt er's und zeigt's. Typisch Mahmoud wieder. Gut, jetzt kommt aber, das war nicht das, was ich erzählen wollte. Das hat Yunis jetzt. Die hat mir das bestellt. Uns. Das ist nicht deins. Das ist für alle Kinder, Yunis. Meschi? So, also weiter. Aber nicht für die bösen Kinder. Keine bösen Kinder, nur liebe Kinder. Ja. Was ist hier? Und jetzt ruft Amazon an. Ich hab doch, jetzt geht's um die Fettleber. Andere Geschichte. Hab einen Red Bull getrunken, deswegen bin ich so, gell, hibbelig. Und so aufgeregt. Jetzt kriege ich einen Anruf, das Ding ist komme. Ich so, was? Ah, der Nasenspüler, den habe ich ja bestellt, weil ich so, ne? Ihr habt ja gesagt, dieses, ne, zum Nebenhöhlenspülen. Ja, dachte ich, das ist es. Ruf an, ruf den Typ zurück, lass einmal klingeln, weil ich habe keinen Bagger, ich habe kein Guthaben für den. Der ruft sofort zurück. Ja, ich bin jetzt in Sohag und dann bringe ich dir das. Und ich so, ja,
Was ist es denn? Der hat gesagt, eine Television oder sowas. Und ich so, hä? Krass. Das ist die Nasenspülung da. Keine Ahnung, 700 Pfund war das. Ja, dann treffen wir uns in Naga Hammadi. Und du rufst mich nochmal an. Der ist gerade in Zuhaag. Wenn du in Naga Hammadi bist, rufst du mich nochmal an. Und dann machen wir uns gegenseitig schmutzig. So habe ich das gesagt, aus Versehen. Der hat gelacht, aber hat verstanden, was ich meine und hat aufgelegt. Dann sagt die Mausi, weißt du, was du gerade gesagt hast? Ruf du mich nochmal an und dann machen wir uns gegenseitig schmutzig. Also wenn man es falsch versteht. Ich habe gesagt, bei den Entifil Naga Hammadi ren eine Tani und bei den Sabbat Mabat. Das sagt der Baba immer zu den Leuten. Wir werden uns schon zusammenraufen, heißt es. So, wir machen schon was aus zusammen. Aber wenn man es falsch versteht, heißt es, wir machen uns gegenseitig schmutzig. Sabbat ist ja Dreck. Und wie heißt es eigentlich richtig, Jonas? Sabbat? Nein, nicht schmutzig machen, sondern... Das Wort hat zwei Meinungen. Also war es doch richtig? Ja, ich hab dir erklärt, wenn man es falsch versteht, versteht man es so. Wenn man es richtig versteht, versteht man es, wie das Ach so, warum hat er dann gelacht? Vielleicht, weil es zuerst falsch verstanden. Oder weil du... Weil ich so gebrochen Arabisch spreche, ne? Dann Sabbat Mabat, wir werden uns schon schmutzig machen zusammen. Mein Mann, change the number sofort, du brauchst mit den Männern so reden. Ich so, du hast dich doch immer beschwert, dass du Anrufe kriegst. Und jetzt habe ich ihn angerufen und gesagt, Mahmoud, ich kann nicht das... Ach so, ihr wisst ja gar nicht, was der bringt. Für mein Fettleber. Das Laufband. Ich habe mir endlich ein Laufband bestellt. Das kommt heute. Dann können wir morgen oder heute Abend schon laufen. Dann macht. Was hat der? Das Ding da. Was halte ich? Nein, das Lenkrad, weil sie haben es nicht. Habibti, entschuldigt. Also bitte. Leute, und das Coole ist, ich werde mir dann Kopfhörer machen. Mein True Crime Channel, ich kann alles anhören und dann fange ich an zu walken, aber schnelles Laufen. Ich fange erstmal mit 1 Kilometer an und gucke, wie es mir geht und dann jeden Tag und dann kann ich mir alles anhören und am besten machen wir noch eine Augenbinde und dann kannst du mich filmen, wie ich auf dem Laufband. Ich habe nur überlegt, ob ich es barfuß mache. Nackig, genau. Mit Abaya, ist doch egal. In meinem Schlafzimmer. Das darf keiner wissen. Wir machen kein Sportstudio daheim. Ein Zahler. Nee, bist verrückt. Das kommt ins Schlafzimmer. Also. Und dann, wenn der da mit dem Laufband, das tue ich mir nicht ins Auto. Der muss kommen zu uns ins Dorf und das aufbauen. Hier, was heißt aufbauen? Das bauen wir selber auf. Aber, und mit Massageband auf der anderen Seite. Keine Ahnung, was das bewirken soll. Zellulite, ihr wisst, so. Kriegst du. Das wird eine lustige Sache, wenn wir das Ding einweihen. Mahmoud will das auch machen, weil wir haben wie. Es ist nicht wie in Deutschland, dass du mal abends spazieren gehst. Das ist hier erb. Wenn du irgendwo hingehst, fragst du, wo gehst du hin? Das ist nicht so, jalla. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Du hast immer ein Ziel. Und ich kann hier nicht durch die Gegend spazieren. Und sowieso, man muss ja schnell laufen. Und wie sieht es aus, wenn man als Frau voll schnell durch das Dorf läuft, als ob die Magnona... Weißt du, Mausi? Wir gehen zum Sport. Schnelles Laufen. Überleg mal, wie die Leute gucken würden. Was ist mit dieser? Die ist sauber. Ja, aber ich muss abnehmen, definitiv. Und der Mahmoud auch. Und der will auch das Laufband. Der wird jeden Tag, der wird wahrscheinlich rennen wie Rocky. Dann lassen wir, wie gesagt, ich mache das. Ich bin total motiviert. Ich bin nicht so der Stepper-Typ oder auf dem Fahrrad. Ich habe dem Angst, dass ich solche Waden bekomme oder so riesen Muskeln an den Füßen. Ne, laufen ist okay. Und die Ärzte sagen du musst schnell laufen. Ne? Oh, schon wieder Farach hier. 1000 Stühle werden hier. Und was machen wir heute? Der Jonas kriegt ein Telefon. Und ich kaufe mir Cola Light. Entschuldigung, ihr braucht es, meine Nerven. Mir geht es nur dann gut, wenn ich Cola habe und Red Bull. Sorry, aber meine Psyche ist so abhängig davon, wenn ich das nicht habe. Manchmal kann ich Wasser trinken, aber nicht immer. Ja, und dann kriege ich so schmiese Laune. Das ist wirklich, das ist eine ganz große Sucht bei mir. Aber langsam, langsam. Und wenn ich mir den Wok bestelle, dann mache ich chinesische Gerichte ganz viel mit Zucchini, mit Karotten. Ich
habe in Deutschland immer Wok-Zeugs gemacht. Mit Hühnchen, Sojasauce, gebratene Nudeln. Nein, Leute, wenn du das isst, Mausi. Super Sache. Was aber? Kosa. Im Wok gemacht. Wie die Chinesen. Verstehst du? Das ist der richtige. Den vielleicht bestelle ich den auch, wenn jemand auf der Wunschliste den nicht nimmt, dann irgendwie nächsten Monat bestelle ich mir den. Dann machen wir nur so vegetarische, nein, nichts vegetarisch, nur so ganz viel Gemüsesachen, ne? Karotten im Wok, oh, ich liebe das. Die sind dann so leicht in Butter, ne, geschwenkt. Was, Kuchen? Neu, 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 neu. So, aber haben wir hier Storytime. Haben wir fast Storytime hier, gell? Was gibt's noch zu erzählen? Wie geht's dir? Schlecht? Gut? Zieh die Brille auf jetzt. Ich will sehen, ob's klappt. Setz dich nach hinten und sag, guck auf dein Ding, wenn es dir ein bisschen schlecht geht, dann ja, dann machen wir jetzt mal aus und guck mal, weil es der Mausi geht. Oder zeig mal, hast schon an? Hoppi, du siehst nicht doof aus, du siehst gut aus. Das, du sollst hier nur 10 Minuten Auftrag aufhalten. 10 Minuten der Wecker. Der Wecker. 2 Minuten. Und guck auf dein Handy. Okay? So. Kuckuck. Ich habe die Brille auf und ich weiß nicht, aber ich denke, es geht mir irgendwie besser. Ich finde, ja, weil vorhin wollte ich mich übergeben und ja, also ich bin beeindruckt. Also die schon, also ich finde, die wirkt, ja. Ist empfehlenswert. Ja, jetzt warte mal ab, das ist der erste Eindruck, vielleicht ist es auch Placebo-Effekt. Was ist Placebo? Das heißt, du denkst, es geht dir besser, aber es geht dir gar nicht besser. Ja. Nur weil du eine Brille auf hast. Jetzt warte mal ab, noch nicht empfehlen. Das ist jetzt so, hast die Brille gerade 3 Minuten an. Abwarten. Nachher kaufen es die Leute und sind enttäuscht und sagt, guck mal, die Amina, die hat uns so einen Schrott empfohlen. Aber ich muss auch sagen, das muss ab 10, steht im Internet, ab 10, nicht für kleine Kinder. Sag dazu. Ich weiß nicht, ob meine Stimme so hört. Ab 10 Jahren kann man erst die Brille anziehen oder benutzen. Dann ist irgendwas im Körper ausgereift und entwickelt, damit die Brille wirken kann. Sowas. Ja. So, wir sind wieder mitten im Gewusel. Wir waren BTEC. Die hatten nur Kameras. Hey! Ist das ein Trottel? Und er fährt weiter mit seinem Eselwagen. Hast du gesehen? Ja. Dreh doch um. Ich habe mich voll erschrocken. Ja, bleib mal stehen jetzt, du kleiner Penner. Stehen geblieben. Entschuldigung. Aiwa, jetzt gehen wir mal raus. Ich beruhige. Nee, du. Bin die Ayal. Schuppi, Messi. Eine Mischerin. Schuppi, Amel. Der muss man. Maschi, was die Mischerin? Der Dirka. Und wer ist die? Gibt's doch nicht. Hast du gesehen? Ja, ich hab. Und du sitzt auf deine Brille. Oh, ich hab sie nicht gesehen. Ich bin nicht. Ey, sind das. Ey, die Kinder sind einfach abgehauen. Fahren mir voll ins Auto rein und hauen ab. Das sagen die, ja, guck mal. Und ich hab gehupt, hast du doch gehört? Ja, ja. Und hauen die ab. Ey. Und was jetzt? Ich bin so sauer und alle weißt du was, ich fahre den Kindern hinterher und scheuer denen jetzt eine. Was? Nein, fahre ich nicht. Ich bin so sauer, weil die einfach abgehauen sind. Und alle lenken mich ab, damit die abhauen können. Weil ich gesagt habe, ich bringe die Polizei. Ich mach doch nur, da kommt eine Schraube hin. Mach mal, guck mal, tu mich mal filmen, Mausi. Guck mal, wie sauer ich bin. Typisch deutsch wieder, gell? Typisch deutsch. Alhamdulillah. Machst du eine Schraube nur an der Auto, ist doch kein Problem. Und dann sollst du dir ein neues Auto hier kaufen. Das brauchst du doch nicht. Da kommt so ein Kind, das sind
Fünfjährige, Sechsjährige, Siebenjährige fahren so einen Eselwagen. Ich hupe wie eine Blöde. Die peitschen auf die Esel ein und können nicht mal fahren. Und fahren mir voll ins Auto rein. Dann sagen sie malisch. Verstehst du? Sag ich, wer zahlt mir den Schaden? Wo sind deine Eltern? Wieso fährst du das Eselwagen? Du, ihr seid doch viel zu klein, ihr seid kleine Kinder. Wo sind deine Eltern? Und jetzt dann fahren sie einfach weiter, verstehst du? Als ob nichts ist, ohne nichts. Im Endeffekt, was sollen sie auch machen, weißt du? Ich reg mich nur so auf, weil das kann nicht sein. Oh, nee. Mein Blutdruck. Was hättest du jetzt gemacht? Egal. Mama, ich bin du. Ich wäre weitergefahren, Alhamdulillah. Ja, der Baba auch. So ist es hier in Ägypten, weißt du? Aber wenn du selber, das Auto hat so gewackelt, hast du, ihr seid dabei gewesen. Ja, das hat, man hat es doch gehört. Ha ja? Und du machst das Telefon aus. Ich hab mich voll erschrocken. Du bist rausgerannt und voll angeschrien. Ah ja, du musst weiter filmen. Das muss alles beweisen. Das ist YouTube. Wir sollen die sehen, was hier los ist. Hier kannst du auch als Frau dich mal rumschreien auf der Straße. Ist zwar nicht die islamische Art, aber ey, ich reg mich gerade so auf. Wir haben ein Schrottauto, okay. Aber das muss doch nicht noch schrottiger werden. Nee, du. In solchen Momenten Fehler ausmachen, das Telefon. Fehler. Immer draufhalten, Mausi. Der Mann hat voll gelacht, der hinter mir war. Warum filmst du das jetzt? Ja, das sind Beweise. Vielleicht scheuert mir ja eine. Dann gehen wir zur Polizei. Ich hab gesagt, einer gibt Police. Ich hol die Bullen. Sind es die? Nee. Sag's euch. Fahrt ihr hingenommen. So, komm, wir gucken mal, ob dieser Ziegenpeter da ist, der Säckel. So. Letztes Mal haben wir doch die Ziegen. Das wollte ich vorhin, nämlich vorhin sagen. Komm, fahr. Kein Handy gefunden, nur teure Sachen. Ja, und ich schreie auf der Straße rum. Wenn das der Vater sieht. Du gehst nicht mehr Eloy raus. Machst nur Scheiß. Einmal den Mann und einmal... Also, nee. Wir machen uns gegenseitig schmutzig, sage ich zu dem Typ. Und dann fährt mir ein Esel rein. Ich war nicht schuld, Leute. Nee. Guck mal, hier sind die Dinger. Von hier ist die... Schwangere, die vielleicht gar nicht schwanger ist, von dem Shop hier. Zeig mal drauf. Ja, ich hab drauf gezeigt. Guck mal. Genau. Ja, jetzt gucken wir mal, ob die Schafe da sind. Nein. Nicht? Ja. Der Säckel hat uns gesagt, jeden Abend sind wir da, jeden Abend. Ey. Und wir kommen hier zweimal hin, einmal morgens, einmal abends. Mir ist einfach zu heiß. Aber Alhamdulillah, dir geht's besser, gell? Ja. Mausi. Ja. Alhamdulillah, jetzt drehen wir um, komm. Kein Schäfer da. Wir haben jetzt unseren Ziegenbock. Aber das war voll süß, dass alle gekommen sind und geholfen. Weil ich rumgeschrien habe wie blöd. Ja. Ich wollte die Polizei holen und die, nein, die Kinder, lass die doch. Ja, ich bin wieder, jetzt bin ich auch wieder, weißt du, egal, ist doch scheiße, ist doch nur ein Auto. Es hätte auch viel schlimmer kommen können. Ja, egal, jetzt. Ich reg mich auch wieder ab. Ich reg das auf, dass so kleine Kinder da einfach einen Eselkarren. Du, ich hätte auch ein super neues Auto und die fahren mir dann rein. Dann wäre ich aber nicht so locker. Wer soll das zahlen? Die können so kleine Kinder da mit dem Esel fahren. Es gibt ja keinen Eselführerschein. Auto dürfen sie nicht fahren, die Kinder. Aber so ein Eselkarren, kein Problem. Doch. Das gibt's doch nicht. Und da waren, wie viele, hast du die Kinder gefilmt? Wie viele ich, das waren? Ich glaube, ja. Es waren doch 6 Kinder da drauf, 5 oder so. Ein Mädchen und 4 Jungs. Ein Mädchen habe ich, ich habe nur Jungs gesehen. Das Mädchen hat die ganze Zeit so Hand auf den Mund, die hat sich voll erschrocken. Echt? Ja. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die das waren arme Kinder. Aber ich habe mich trotzdem aufgeregt, weil die so frech da durch die Straßen, die waren voll schmutzig von oben bis unten. Im Endeffekt scheißegal, jetzt komm. Oh, nee. Ich will nicht, dass die Eselkarren fahren. Das ist mein Problem. Das geht doch nicht. Vielleicht ist die Mutter krank und der Vater... Ja, es kommt die Dramageschichte. Okay, und das sind arme Kinder, die... Ja, halas. Was haben die auf dem Eselkarren gehabt? Irgendwelches Zeug, Müllzeugs? Ja. Die haben gearbeitet, scheiße. Ah ja, gut, ist auch mein Fehler, dass ich mich so aufgeregt habe. Ja gut, scheißegal.
Mir geht es nur darum, dass die einfach da rumfahren, Unfall bauen und weiterfahren. Und ich bin bestimmt nicht die Erste, in die sie reingefahren sind. Die sollen sich mal... Oh, guck mal, die fahren hier alle falsch rein. Sag mal, sind die dumm? Die können die Verkehrsregeln nicht. Hier müsst ihr rein, ihr Dummköpfe. Und du musst also, guck mal, wo der herkommt. Und die fahren alle auf dieser Seite rein. Das ist falsch. Die Ägypter. Manchmal denke ich echt. Ausfahrten, die checken das nicht. Wo die rein müssen. Da, wo das Loch ist, da fahren wir rein. Weißt du? Auf! Nee, jetzt holen wir erstmal die Schuhe für Abudi und auf dem Rückweg holen wir dann das Telefon. Wenn wir eins finden. Leben alone. Wie viele Minuten hast du denn jetzt? Mein Geplärre. Also 6 Minuten, außer das andere. Leben alone. Komm, mach aus, bevor ich mich noch mehr blamier. Jetzt filmt das Kamel. Komm, halt drauf. Wir haben gerade gesagt, weißt du, sagt der Typ, irgendein Typ, komm doch eine Schraube da rein zwischen dem Blech. Da hol ich einen Mann, muss mal eine Schraube rein und fertig. Dann hab ich gesagt, gut, ich hol die Polizei. Dann hab ich zur Mause gerade gesagt, wenn ich die Polizei hol, fragen die erstmal, geben Sie mir mal Ihren Führerschein. Ja. Mein Führerschein ist seit 2 Jahren abgelaufen. Aha, Sie sind schuld dann. In Deutschland bist du immer schuld. Wenn da irgendwas ist mit deinem Führerschein, na, dann bist du schuld. So, und dann geben Sie den Kindern mal 1000 Pfund. Dann kann ich noch bleche, gell? Weil der Führerschein abgelaufen ist. Ich ruf die Polizei, muss mein Klapp halten, der Führerschein ist nicht mehr da. Der ist abgelaufen, der Internationale. Oh, leave me alone, das auch noch, gell? Muss Klapp halten, mein Führerschein ist abgelaufen. Und die zittert und ich fall gleich um. Der Red Bull, mein Bluthochdruck. Na, und jetzt? Ja. Jemand nach dem Telefon glotzen. Leute! Ay, buena, hardala. Aswat? Ais Aswat? Wie schon ein Handy? Ah. Wie? Oh, Ais sei, sei Viva. Vivo. Wie? Ocean. Ocean ist mo. Ma fisch? Aywa, Londa. Dieses Ding Villa. Dann Aswat. Also, wir haben ein Telefon gefunden. Ich zeig's euch. Hm, wir sind schon wieder in dem Oppo-Laden. Was ist denn das? Gorilla? Das ist ohne Gorilla. Nein, ich weiß. Ich mag, ja. Also du willst eine durchsichtige Hülle? Ja. Sicher? Ja. Okay. Also Cover, aber öfter die. Der ist dabei. Der ist dabei geschenkt. Masch. Screen, Eiser. Halas öfter? Ah ja, öfter, halas. Oh, la, mich Oppo, die. Ja, die. Welchen haben wir jetzt? Die Infinix. Den haben wir, das haben wir. So, hau die. Ja, öfter. Also, Infinix. Alles dabei, Younes. 2000, wie viel? 700 oder 900? Also, super. Guck mal mit deinen Kameras und das Handy und deine Augen, Younes. Rhino-Shield wollen wir bestellen, aber das gibt's nicht für das Telefon. Haben wir schon geguckt im Internet. Egal. Naja. Also ein durchsichtiges Cover haben wir, dann haben wir hier Dingsbums, die Kabel und dann machen wir noch ein Screen hin. Warin, Schweier? Ah, guck mal. Das ist so Kochel, grau. Jonas, ne? Boah, ich hab Angst, wie du das schon anfischst. Lass ihn das machen. Aber die Mischarel kweis, sah, die Schweier daif, die Cover. Also واحد كويس معلش also واحد كويس شنو وقع بعد هو حبيبي das ist ein ganz schwaches Cover, wir brauchen ein besseres. Na, weil wir kaufen kein Telefon, das gleich kaputt geht. Na gut. Hier nehmen wir kurz das Ding, nur dass ihr mal den Unfall seht, ne? Guck mal. Was? Ich habe erst hier gesehen. Nee. Dann sagt der, da holst du einen Typ und der soll ein paar Schrauben ranmachen und fertig. Ja, das ist hier alles aufgeplatzt. Schau, das hier ein paar Schrauben ranmachen. Aber dass das alles verkratzt ist, das ist ja egal. Nur wir müssen nur Schrauben hinmachen. So, Mabruk zum Telefon. Ich habe auch einen neuen Screen gekriegt. Guck, die Kamera, Mama. Die Kamera ist toll. Ja, Jon, ist egal jetzt. Super. Gut. Wie bei Mama, ne? Und ein schwarzes Cover. Super. Jetzt kann die Maus endlich ihr Telefon genießen? Ich mache heute eine Riesenparty.
weil die mussten immer teilen. Komm, jalla. Du löscht es ab, den Geld. Wir glotzen hier und dann klauen die noch den Geldbeutel. Haben wir den Geldbeutel? Ah, der ist in der Tüte. Dein Brill, Mausi. Mein Brill ist neben mir. Was ist jetzt? Klopft jemand? Nee, das ist nicht. Übrigens, erzähl mal kurz die Geschichte. Oder ich erzähle sie schnell. Mahmoud kommt von der Bank raus, da fragen ihn drei Jungs nach dem Weg für ins öffentliche Krankenhaus. Oder habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall sagt der Mahmoud da vorne und der eine geht hinter ihn. Dann merkt Mahmoud, der will klauen, tut die Hand auf seinen Geldbeutel und zeigt da vorne, dreht sich um und geht weg. Weil der hat ganz genau gemerkt, zwei wollen ihn ablenken und der dritte hinten wollte das Geld klauen, weil er gerade von der Bank kommt. Ist auch eine tolle Masche, ne? Krass, du echt. Jalla, also. Jetzt, alle zufrieden? Jetzt holen wir noch Schuhe für Abudi, dann haben wir es geschafft heute. Und ihr ist nicht schlecht mehr mit der Brille, gell? Das hat geklappt. Und dann Eis gelutscht und dann noch nach vorne gekommen. Jetzt kann sie, sobald er schlecht wird, macht sie die Brille drauf und fertig, gell? Mhm. Super. Und der, yes, yes, yes. Super Handy. Also wir haben so ein Screen drauf gemacht für 40 Pfund, es gab für 25, wir haben für 40 genommen. Und das Cover, Jarab heißt es, wie Socken, das heißt, das ist für 30 Pfund nur. In Phoenix, kenne die Marke gar nicht. Aber gut, du lang nicht auf die Kameras, das verschmiert sonst. Ich hab hier ach so, was ist das? Fingerabdruck! Ja, so! Ja, ich will es machen jetzt. Super! Nur Shani kann es bei uns kann machen. Alter, nein. So Fingerabdruck, schlau, die Kinder. Ja, die sind schlau. Die Mutter ist die Blätschte von Elle. So, jetzt brauche ich erstmal Klima. Leave me alone. Ich kann euch sagen, hier ist es voll wie Bolle. Hier geht's ab. Also, jetzt haben wir Adidas. 34 für Abudi. Weiß gar nicht, was die kosten. 100 Pfund. Ja, haben wir auch so gedacht. Super. Ich wollte eigentlich Nike, aber die Mutter will, dass er schwarze Schuhe ohne Schnürsenkel. Ja, so halt. Na gut, gehen wir, komm. So, dann kann ich euch ganz kurz zeigen, was ich noch gekauft habe. Für 8 Pfund Om Ali. Glaube ich zumindest. Mahmoud. Ich denke gerade, das ist doch Schimmel. Ja. Das ist Schimmel. Look, es ist Moldi. Ich habe das nicht wegen dem gekauft, wegen dem Inhalt, sondern wegen diesen Tondingern. Die sind süß, da kann man den Kindern so kleine Molochea. 8 Pfund mit Inhalt, kannst du nichts sagen. Na, wenn 20 Pfund 1 Euro sind, kannst du wissen, zahlst du 30 Cent. Aber schimmlig, oder? Moldi. I don't know. Yalla, anyway. Sollen wir sagen? Mausi hat gespuckelt. Die Brille hast du nicht mehr angezogen. Auf dem Rückweg. Und vorne bist du auch gesessen. Gute Besserung, Mausi. Ist aber viel besser, wenn man sich übergeben hat. Naja, gut. Ist Om Ali. Ja, das Verschimmelte hat der Barber schon weggegessen. Sagt, ist doch verschimmelt und der nur das Haut weg und den Rest hat er gegessen. Ah ja, dem sein Magen ist das gewohnt, das Zeug. Topfit, nein, nein. Alles gut. Motorized Treadmill. Also eine Tretmühle, habt ihr das gehört? Eine motorisierte, ein Motorrad. Your Fitness, our job. Wir werden sehen. Müssen wir das Ding selber aufbauen? Kommen wir da hin? Bauen die das nicht auf? Das kriegen wir doch nie im Leben hin. Werden wir sehen. Also Leute, das war's mit dem Video. Unfall habe ich meinem Mann schon erzählt. Ja, kannst nichts machen. So ist es halt, gell? Was ist? Hast du auch gesehen, verschimmelt? Wo denn? Ich habe das nicht gesehen. Ja, fängt's an. Ah. Mahmoud, it's moldy. Ich esse es. This is why it's 8 pound. We give it to the chicken. I don't saw it. Tu es in den Kühlschrank, ich esse, sagt er, das Verschimmelte. Na gut. So, dieser Mann isst alles, gell?
Mahmoud, Younes bringt gerade die Schuhe zu Abudi und die Maus, die isst jetzt Molto. Hast du jetzt Hunger? Nein, mein Hals tut weh. Ja, klar. Alif Salema, Bibdi. Also, unser Auto ist kaputt, aber wir haben ein neues Telefon und eine Tretmühle. Das war's im Video. Bis die Tage. Mach's lemmer. Bye, bye. Immer aufregender, gell? Ciao.